Schweizer sind ja ein Land von Versicherungsfanatikern. Im Auge behält Analyst Mechler deshalb auch den Schutz vor digitalen Attacken. Wertvolle Daten vom Laptop oder Firmencomputer in den sicheren Atombunker. Christoph Oschwald hat vor 13 Jahren einen Armeebunker gekauft und hütet im Bergmassiv hochsensible Daten für die Finanzbranche. In der streng bewachten Festung wird sogar der Chef kontrolliert. Ein anfänglich skeptisch betrachtetes Angebot, das mittlerweile aber auch Kleinfirmen nutzen. Und ganz neu kann sogar der Heimanwender seine Daten im Atombunker sichern. Allerdings viel billiger als die Banken. Ein einzelner Nutzer zahlt 150 Franken. Großfirmen Millionen fürs Datenarchiv im Fels. Das läuft gut. Gerade sind die Techniker dabei, die Speicherkapazitäten im Bunker aufzustocken. Ist das nicht paranoid? Nein, ich glaube es nicht. Wissen Sie, wie schnell ist ein Laptop am Boden geht, wie schnell ist irgendeine Festplatte kaputt oder wird Ihnen etwas gestohlen? Nachher sind die Daten weg. Man weiß von internationalen Studien, dass bei Datenverlust 80% der Firmen das nicht überleben innerhalb von 2 Jahren. Sicherheitsprodukte boomen. Securitas Direct überwacht neu auch Autos rund um die Uhr und schaltet Dieben den Motor aus. Das ist Fahrzeugüberwachung, sei es im Zusammenhang mit dem Diebstahl vom Fahrzeug, wo wir in der Lage sind, das Fahrzeug zu orten, oder auch im Zusammenhang mit dem Carjacking. Die glauben Sie, wir haben schon über 40 Fälle in der Welschen Schweiz das Jahr. Das ist, wenn ihr mit dem Fahrzeug in den Kreis reinfahrt und ihr werdet hier vorne gestoppt mit einem Fahrzeug, hinten gestoppt und ihr werdet mit Gewalt zum Fahrzeug rausgerissen. Der Boom an und für sich ist ungebrochen. Man kann durchaus von zweistelligen Wachstumszahlen reden. Das stimmt Oschwald zuversichtlich. Seine Vision: Ein Datenkonto im Bunker soll dereinst für die Schweizer so selbstverständlich sein wie ein Bankkonto. Die Großbank der Daten. Also Daten sind ja nichts anderes wie eine andere Form von Geld. Ich sehe in einer nahen Zukunft im Prinzip, dass man das alles abbrechen kann auf einer Ebene, wo auch der Kunde selber einen gewissen Nutzen daraus ziehen kann. Zum Beispiel, dass er auch die Kameras, die er braucht, für die Alarmbearbeitung, die wir brauchen, dass er die mitbenutzen kann. Zum Beispiel, dass er mit seinem Handy gewisse Sachen anschauen kann. Gewisse Überwachung auch vielleicht von der Familie oder von den Kindern könnte in dem Sinne. Aktualität ist uns im Moment am Überholen. Wir sehen, dass es mit 9/11 noch lange nicht vorbei war und dass wir verschiedene Bedrohungen haben. Bedrohung oder Paranoia, Freiheit oder Sicherheit. Sicherheit, sagen Analysten und Unternehmer. Was bedeutet für Sie Sicherheit? In Ruhe können schlafen. Sicherheit bedeutet für mich die Schweiz, unser Land. Sicherheit bedeutet für mich kontrollierte Überwachung. Es ist das absolute Allzeithoch. Der Dow Jones Industrial hat heute zum ersten Mal, seit es ihn gibt, also seit 110 Jahren, die Rekordmarke von 12.000 Punkten geknackt. Schon in den ersten Minuten nach Handelsbeginn galt es in New York, diesen Rekord zu beklatschen. Das Börsenbarometer kletterte auf genau 12.045 Zähler, rutschte jedoch innerhalb einer Stunde dann wieder unter die 12.000er Marke. Bei Schluss wollen wir jetzt sehen, des Handels notiert er da auch 7 lausige Punkte unter den 12.000, aber mit 0,36% im Plus. Der Swiss Market Index hat 1% heute gewonnen. Wenn der Alt- und Großmeister der